Moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Bauvideo, Freunde. Wir sind ja jetzt schon seit einigen Folgen dran und bauen die gesamte Main Hub vom PlayLegend-Netzwerk um. In einem asiatischen Sci-Fi-Fantasy, was auch immer, Style, ja. Also, ich sage einfach asiatischen Stil. So, asiatischer Stil, ja. Ihr habt ja schon in den letzten Folgen, wenn ihr die nicht gesehen habt, solltet ihr euch die definitiv anschauen. Gesehen, dass wir in kürzester Zeit ordentlich Fortschritt gemacht haben. Und das Bauteam war wieder seit dem letzten Video sehr, sehr fleißig in der Zeit. Ja, also es ist ein Tag vergangen. Jetzt ist der nächste Tag, ne? Also wir machen immer jeden zweiten Tag so einen Bau-Livestream, immer 18 bis 21 Uhr. Das heißt, der nächste wird, wenn ihr heute das Video seht, ist Samstag, morgen am Sonntag sein. Und der wird auch vormittags sein. Das heißt also, der wird wahrscheinlich gegen 10 losgehen. Dann könnt ihr gerne einschalten. Also Sonntag 10 Uhr, wenn ihr euch das Ganze anschauen wollt. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt rein ins Game und ich zeige euch mal, was alles passiert ist, Freunde. Denn es ist einiges passiert. Ich befinde mich hier am Tor, was für mich momentan schon so ein kleiner Favorit ist, wie wir den Spawn je nachdem gestalten können. Und zwar hat hier nämlich Ghost Rod Anton weitergemacht und das Ganze sieht jetzt, um es euch mal ein bisschen zu zeigen, so aus. Ich mache jetzt extra mal auch Speed 1, damit ich nicht zu schnell bin. Ja, so sieht jetzt mittlerweile hier das ganze Tor aus, was quasi den Eingang zur Stadt bilden soll. Das ist noch nicht 100% final, ne? Da wird auf jeden Fall noch ein bisschen was umgebaut. Hier kommen auch noch so Wasserräder wahrscheinlich links und rechts an den Seiten dran. Aber ihr seht schon mal hier, das hier wäre zum Beispiel schon eine richtig coole Sache. Könnte man überlegen, ob man das hier als Spawn-Bereich macht. Hier in der Mitte spawnt der Spieler. Dann könnte man sagen, hier, ne, vielleicht kann man das so ein bisschen einen kleinen Ticken erhöht machen. Hier steht dann der Kristallhändler. Hier steht dann der Legendenpfad-Dude. Und dann hier in die Richtung geht es zum einen Tempel, hier in die Richtung zum anderen. Und hier geht es dann direkt hoch zur Stadt. Dann hat man auch relativ kurze Wege. Und direkt hinter dem Spieler könnte man hier dann im Halbkreis schön drumherum noch die ganzen NPCs platzieren für die Game-Modes, ne? Also da hätten wir auf jeden Fall ordentlich Möglichkeiten. Finde ich eine sehr, sehr geile Sache hier. Gefällt mir sehr auch das Tor. Das sieht schon unfassbar schön aus. So, dann beim letzten Mal hatten wir ja hier gebaut. Da wird es dann jetzt gleich auch weitergehen. Master Max ist auch schon am Start. Hier seht ihr auch nochmal die Schmiede, ne? Die sieht jetzt mittlerweile so aus hier mit dem Drachenofen. Auch richtig schick das Ganze. Hier nochmal der Kosmetik-Store. Heute werden wir uns dann zwei Gebäuden widmen, ist der Plan. Die mit einer Brücke verbunden sind, die hier oben über die Straße gehen soll. Dann hier der Sonnentempel. Der sieht von außen so aus. Der wurde jetzt innen drinne auch schon so ein bisschen ausgebaut. Bis jetzt ist aber noch nicht der Baum drinne. Hier wird noch drinne jetzt gerade fleißig weiter ausgebaut. Und direkt dahinter könnt ihr es schon mal sehen. Hier wird gerade der Mondtempel gebaut. Guckt es euch an. Also die Dächer und so, ne, das wird alles noch designt. Das ist, ihr seht ja hier die Farben schon. So sieht schon das Design vom Mondtempel aus. Also das wird später mal, wenn es dann Fraktionen gibt, eine schwierige Entscheidung, wo ihr hingeht. Ob zur Sonnen- oder Mondfraktion. Es sieht aber sehr schick aus. Also nach wie vor glaube ich immer noch, dass wir ein unfassbar geiles Setting für die Main Hub gewählt haben. Was wirklich richtig, richtig, richtig cool werden wird. Lars, der Tempel, den er am Bauen ist, der auch sehr geil aussieht. Da sind sie jetzt auch wieder am Weitermachen. Sehr, sehr cool das Ganze. Ich bin schon sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Und ja, wir machen jetzt heute weiter hier. Wir werden jetzt uns an unsere Taverne mit dem Skola zusammen machen. Und schauen wir mal. Master Max hat so sogar schon irgendwie konzeptmäßig was rausgesucht. Da werden wir mal gucken. Wird aber auch wieder in dem Stil von diesen Gebäuden sein. Moin Moin. Also, für die Taverne ist eine Sache ganz, ganz wichtig. Das Fass. Ein riesen Fass muss vor der Taverne sein, ja. Okay. Ich würde sagen, wir beginnen direkt mal. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir die verbinden können. Entweder, wenn hier jetzt die Straße wäre, ne, können wir sagen, dass hier ein Gebäude ist. Und dann ist hier der Bogen, der das verbindet. Ne? Oder wir machen, dass die gegenüber, also dass hier ein Gebäude ist, ne? Ja, ja, ich will die so gegenüber. Der Weg soll, genau, also diese Brücke, das soll so eine Rundbrücke über die Straße werden. Vor allen Dingen können wir ja auch überlegen, ob wir bei dem einen Gebäude jetzt mal sowas wie einen Keller oder so, je nachdem, einbauen wollen. Mhm. Weil bis jetzt hat kein Gebäude irgendwie einen Keller hier, ne? Also sowas wie einen Keller würde ich, glaube ich, eher dann anbauen,
nachträglich, wenn wir das einkopieren, weil wir wissen ja nicht, wie tief geht das Terra da und alles, ne? Deshalb, ich würde ja, oder sagen, wir sagen, im Erdgeschoss kommt der Weaver hin und im Obergeschoss der Skola und dann geht's rüber und die Taverne wird ja sowieso ein bisschen größer, aber die kriegt auch noch, was wichtig ist, auch vorne müssen wir so einen Platz haben, wo wir wie so ein kleines dekoratives, so ein Board bauen, so ein Bounty Board, weil da holen die Leute die Aufträge. Oder nee, wir können das auch in der Taverne machen, das Bounty Board. Ja, wir machen, warte, wir machen wie so eine zweite Bar. Ich weiß nicht, hast du Monster Hunter gespielt? Nee, leider nicht. Da gibt's die Jägergilde. So, und das ist auch immer, da gehst du wie an so eine Bar und da holst du dir deine Aufträge ab. Genau. Und sowas in die Richtung bauen wir auch. Dass das eingeplant wird mit dieser Fläche, wo dann das Board hinkommt. Ja, das können wir ja im Hintergrund machen, so ein dekoratives Board. Das können wir ja dann designen lassen, wo das so ein bisschen aussieht, als wenn da die Aufträge draufstehen. Ich baue jetzt einfach mal mit Blöcken, ne? Also wie hoch das nachher sein wird und so. Du kannst das ja eh besser einschätzen, ne? Jetzt hier so ein Dings, wo es hochgeht. Dann hast du hier, keine Ahnung, sagen wir mal vorne neben der Treppe das Riesenfass liegen. Das muss ja auch nicht so ein komplett langes Fass sein, ne? Das kann ja sein, dass das Gebäude hier schon zum Beispiel so anfängt mit der Wand, dass das so aussieht, als wenn das Fass hier reingeht, ne? Ja, das ist eine gute Idee. Vielleicht können wir sogar machen, pass mal auf, vielleicht können wir sogar machen, dass das Fass ins Gebäude reingeht und im Gebäude, nein, nicht der Eingang, im Gebäude ist das Fass das, wo der Wirt drinne steht, die Theke. Das wäre sogar smart, weil du kommst hier rein und dann müsstest du nur einen Schlenker hier machen, wärst direkt an Bord. Da musst du nicht noch quer durch die ganze Taverne. Nein, hier ist der Wirt, aber das Ding ist, dass das, was ich meine, das ist nochmal eine Extra-Theke dann quasi. Und keine Ahnung, vielleicht kriegen wir das ja auch hin, dass mittig so eine Feuerstelle ist, so eine Runde, eine größere. So, und darum sind dann die Tische und dann gibt's hier hinten, keine Ahnung, noch, weiß ich nicht, irgendwo geht eine Treppe hoch, ne? Und irgendwo dann hier geht's dann drüber quasi übers Fass oder so. Von der Höhe ja her anders, also du wirst das ja eh anders machen. Und da ist dann quasi der Gang, wo es dann zu dieser Brücke geht, die über die Straße geht. Da hast du auf jeden Fall so ein paar charakteristische Merkmale jetzt drin, ne? Die immer wieder an so eine Taverne auch erinnern werden. Ja, der Fortschritt ist schon auf jeden Fall da. So, dann haben wir hier so einen Eingang. Können wir schön Laternen hier drin, ne? Dass das hier ein bisschen höher ist. Dann kann man hier so Laternen runterhängen lassen, auch noch so und sowas. Ja. So, ich habe hier schon mal das Treppenhaus eingeplant, ne? Dass man da direkt hoch kann. Dass man da nicht ewig weit rennen muss. Für zumindest das. Hier hinten zum Beispiel. Und hier hinten kann ja alles Mögliche dann sein. Ja. Hier können wir dann zum Beispiel die Theke vom Bounty Board planen. Und dann hier links und rechts machen wir so schöne runde Fenster rein. Ich meine, hier hinten könnte man auch überlegen, aber dann kann man das schlecht, das Bounty Board, das soll ja im Hintergrund hängen. Das, wir sehen es ja. Ich finde es aber jetzt schon mal eigentlich ganz nice, wenn man hier als Spieler reingeht, ne? Und dann öffnet sich einem so dieser Riesenraum da hinten. Und hier ist dann direkt auch noch eine kleine Bar, so ein kleiner Ecken hier vielleicht mit Tischen oder was halt benötigt wird. Ja, und dann geht man und hier hoch kann man dann, und dann könnte man hier oben noch so wie so einen kleinen, so einen runden machen und dann hat man hier die Zimmer nochmal oben so. Also ich hätte gesagt, wir machen das hier sogar eventuell das Treppenhaus ein bisschen höher sogar noch, ne? Weil ich hätte gerne, dass der Raum mindestens eine Deckenhöhe von hier hat. Diese Fläche, wo die Zimmer sind. Aber gleichzeitig kann man als Spieler auch hier runter gucken, nochmal in die Taverne rein. Ja, das also das ist jetzt schon sehr krass von der Form, die Taverne. Also ich glaube, die wird wirklich sehr, sehr, sehr krass werden. Ja, ich hoffe es. Aber macht doch Spaß, es ist immer nochmal was Neues. Weil die Form von dem Gebäude, das ist sowas, das sieht man jetzt auch nicht immer. Mit der Brücke da dran, dem Fass vorne, hinten ein rundes Gebäude. Vorne aber dann trotzdem noch so ein Anbau, der eher traditionell gehalten ist und so. Ist interessant, auch wenn die Dächer nachher, die werden sehr komplex, glaube ich. Insgesamt. Aber glaub mir, das wird viel ausmachen, dass wir so Liebe zum Detail da reinstecken. Warte mal ab, bis dann wirklich die 3D-Blöcke drin sind, ne? Da müssen wir auch gucken bei den 3D-Blöcken. Das ist eine Sache, ich meine, ich bin da ja sowieso schon sehr penibel, was die Performance angeht, dass wir echt gucken, dass wir gezielt diese 3D-Blöcke einsetzen, dass wir versuchen, mit so wenig wie möglich die Lobby so voll wie möglich erscheinen lassen. Und dass man dann trotzdem noch eine richtig gute Performance hat. Zum Beispiel bei MCC Island, also wenn du da durch die Lobby läufst, merkst du das. Die haben so viel davon reingehauen. Wir machen hier zum Beispiel diese Tische. Und wenn wir dann sagen, jo, wir wollen irgendwie sowas wie eine eigene Rahmen oder so reinbringen, dann kann man gucken, ob man zum Beispiel statt so einzelne kleine Schüsseln, dass man wie so ein ganzes Rahmenmenü, was auf den Tisch passt, macht, weißt du? Dass quasi das eine 3D-Objekt sind dann direkt irgendwie vier Schüsseln und in der Mitte so eine Riesenrahmenschüssel oder so, weißt du? Ja, also meine Idee war auch definitiv so spezifische Dinger wie so Rahmen jetzt. Das ist ja sehr spezifisch, ne? Aber es gibt ja so grundlegende Items, die man häufiger auch recyceln kann. Zum Beispiel, wir haben einen Eichentisch, zum Beispiel. Oder eine Kommode, wo du dann nachher noch was draufstellen kannst, was kein Entity ist oder sowas. Wie eine Kerze oder whatever, ne? Mhm. Also, dass man das noch smart kombinieren kann nachher alles. Das ist aber jetzt auch so die komplizierteste Arbeit und auch noch die letzte, die wir quasi machen müssen. Ja, ja. Und danach ist das Ding erstmal in der Grundform am Stehen. Als kleinen groben Richtwert, Leute, nochmal für euch. Für die Schmiede haben wir eine Stunde gebraucht. Da stand die dann schon in der groben Form.
Dieses Mal dauert das Ganze was länger. Gebäude ist aber auch viel größer und viel, viel komplexer, ne? Also alleine hier die Form, hinten, das wie so ein Riesenfass dran ist, ne? Und dann hier vorne mit dem ganzen Vorbau und dann hier auch noch diese Brücke, die rübergehen soll ins andere Gebäude und so. Wir sind jetzt bei 2 Stunden und wir sind noch nicht mit dem Rohbau fertig. So, hier ist noch was. Hier müssen die Lücken noch gefüllt werden. Das wirkt auf jeden Fall schon sehr, sehr mächtig. Also ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ja, mir gefällt es auch. Jetzt meinst du so gerade, ne, dass er so geknickt ist quasi. Genau, dass da der Kopf praktisch so rausguckt. Und dann würde man da hinten das noch so ein bisschen... Und den Drachenkopf so schräg nach oben, wird das dann schon zu schwer für dich? Nö. Dann können wir das Dach retten und er geht sogar noch nach oben, weißt du? Ja, das wäre auch mein Plan jetzt gewesen tatsächlich. So, dann kommt da halt so der Hals, der krümmt sich dann praktisch so da nach oben. So, wir könnten jetzt den Hals so weiterführen lassen, dass hier dann der Kopf so dann nachher ist, ne? Mhm. Oder wir lassen den Kopf direkt schon da. Also ich hatte jetzt gedacht, du machst den Kopf, dass der hier so schräg so in die Richtung hochgeht, so. Ja, ja. Dann können wir da das Lagerfeuer reinsetzen, dann steigt der Rauch so ein bisschen auf. Das ist auch geil. Wenn die Taverne sogar dann noch nachher bei der Straße so ein Ticken höher ist als die Schmiede, dann kannst du über das Dach von der Schmiede diesen Kopf sehen, wie der sich in die Luft streckt. Mhm. Sehr, sehr geil. Gerollt hat. Ja, oder so. Ende, ja, das ist eine geile Idee. Und am unteren Ende ist dann das Schild dran oder die Schrift auf dem Papier. Ja, irgendwie so. Genau. Mal gucken, was entsteht. So, damit das mit der Brücke stimmt. Also entweder machen wir es so, dass das jetzt ein Gebäude ist generell, ne, und ein Eingang ist. Oder wir unterteilen das Gebäude hier. Und die linke Seite ist der Weaver, die rechte Seite ist der Scholar oder sowas. Also ich hatte eher gedacht, wir machen unten den einen hin und dann oben ist das Stockwerk hier auch mit dieser Brücke, ne? Und oben kommt der andere rein. Gut, dann machen wir das so. Weil wir sollten beim Weaver noch etwas einplanen und zwar so eine Fläche, wo die Kisten geöffnet werden. Weißt du, was ich meine? Mhm. Okay, ja. Das haben wir ja vor, dass das irgendwann auch noch reinkommen wird, ne? Dass wir dann quasi, wenn die Leute eine Kiste öffnen, dass das dann da aufgeht immer. Ja, okay. Soll das auch nochmal so ein Raum werden wie oben der Cosmetic Store, oder? Ich würde schon sagen, dass wir das auf jeden Fall auch cool so einplanen sollten. Ja. Gut. Dann müssen wir überlegen, ja. Master Max baut jetzt hier mit absoluter Turbogeschwindigkeit. Der versucht jetzt hier in Rekordgeschwindigkeit das Haus hochzuziehen. Da zieht er einen Balken auf der linken und jetzt auf der rechten Seite mit seiner gekonnten Technik macht er jetzt eine Drehung, haut hier die grünen Blöcke noch drunter. Jetzt auch noch auf der anderen Seite. Seht euch diese Technik an, schnell die 2 Fehler auskorrigiert. Jetzt wird hier mit dem Comment direkt die Wall gezogen und das Dach wird schon angefangen. So, ich flieg nochmal rüber zu Melvin und Ghostrod, damit auch die Leute hier auf YouTube mal sehen können, was hier abgeht. Die sind komplett am Durchdrehen. Ich habe keine Ahnung, was die beiden hier machen. Hier sieht's aus, als wären hier U-Bahn-Schienennetze verlegt und alles. Das ist aber, glaube ich, eher hier für die riesen Wassermühlen. Also das ist komplett gestört. Die sind hier komplett am Durchdrehen. Also die zimmern hier, während wir jetzt hier da hinten an den Gebäuden dran sind, das ganze Tor noch weiter hoch. Das wird immer mächtiger, also... Das sieht schon wirklich krass aus. Ich bin mal gespannt, wie sich das hier noch entwickelt, weil später soll ja, glaube ich, das Wasser auch hier dann so an den Seiten rauslaufen und alles. Ich denke mal, die Wände werden sie auch noch schöner verzieren und alles. Da bin ich mal gespannt. Ich muss drüber nachdenken. Also Leute, wenn ihr Bock habt, bei uns mitzuhelfen, ne, dann könnt ihr, wie gesagt, jederzeit auch auf dem Bauserver vorbauen. event.playlegend.net. Wichtig ist aber wirklich, dass ihr ehrlich vorbaut. Ne? Also da jetzt irgendwie Sachen abzubauen von anderen Bauteams oder so, macht gar keinen Sinn. Die Leute, die wir im Bauteam haben, die sind sehr gut vernetzt. Die gucken sich auch viel um, ne, bei anderen Bauteams. Es gibt da Discord-Server, wo auch Bauteams ihre Bauwerke posten und so. Und das ist schon so oft vorgekommen, dass Leute da irgendwas Aktuelles versucht haben abzubauen. Das fällt sofort auf. Es macht gar keinen Sinn, Leute. Es fällt einfach auf. Jetzt mal angenommen, ihr schafft es ins Bauteam, dann bringt euch das gar kein bisschen was, weil ihr seht ja, wie individuell die Sachen sind, die ihr bauen müsst. So, wenn wir dann mit euch da hängen und sagen einem, ja, bau mal bitte das und das, ne? Und dann kriegt derjenige das einfach gar nicht auf die Kette, fällt das sofort auf. Das macht keinen Sinn. Das ist einfach nur reine Zeitverschwendung. Das passt doch perfekt. Da haben wir das hier gut eingeplant. Dann haben wir schön beide untergebracht hier in dem einen Gebäude. Okay, hier, unten, hier hinten hast du, glaube ich, noch wie so einen Turm geplant. Ich weiß nicht. Ja. So ein kleiner Turm noch. Aber der ist auch eh sowieso nur optional, also denke, den können wir auch ein andermal planen oder ich mache ihn ab, mal gucken, sehen wir dann. Also ich würde auch sagen, für die Leute auf YouTube einfach mal als kleine Info schon mal, Sonntag um 10 Uhr gibt es den nächsten Bau-Livestream. Wenn ihr das Video seht, morgen um 10 Uhr quasi. Wir haben jetzt geguckt, dass wir so schnell wie möglich die Konzeptionierung der Gebäude fertig bekommen. Das hier ist jetzt einmal die Taverne. Also es bleibt natürlich nicht so.
Das ist jetzt quasi wie so eine Skizze, die gebaut wurde. Genauso auch hier gegenüber. Da ist einmal der Skola drinne und dann hier oben der Weaver. Auch zwei wichtige NPCs. Und am Sonntag werden dann die Gebäude, versuchen wir in den 4 Stunden oder wie lange wir auch immer machen, müssen wir mal schauen, dann quasi komplett vollwertig zu bauen, wie die hier, ne? Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, schaltet gerne ein. twitch.tv/gtimetv. Und ansonsten schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das Video fandet, wie ihr den Fortschritt findet. Und ja, ihr seht es ja selbst, ne? Also das nimmt hier alles sehr, sehr, sehr krass Form an. Und ich denke mal, wenn wir jetzt noch so eine Woche hier weitermachen, dann haben wir soweit alle Assets fertig, sodass wir dann ja, richtig mit dem Bau der Lobby beginnen können. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.